Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki als stolzer Opa und fürsorgliches Familienoberhaupt. Die aktuelle Ausstellung in den Räumen des Universitätsarchivs zeigt neben einer umfangreichen Werkschau des 2013 verstorbenen Publizisten und Kritikers auch bislang unveröffentlichte Einblicke in sein Privatleben. Wir versuchen die beiden Seiten seines Lebens, nämlich das familiäre, unbekannte, private und das prominente, öffentliche, nebeneinander zu stellen und übereinander fließen zu lassen, weil es wahrscheinlich unmöglich ist, sich so eine Produktivität, so viele Jahrzehnte vorzustellen, ohne dass die eine Seite das andere stützt. Ermöglicht wurde die Ausstellung durch Reich-Ranickis Sohn Andrew. Der in Edinburgh lebende Mathematiker öffnete die Familienalben und stellte den Kuratoren zahlreiche private Aufnahmen zur Verfügung. Gerne erinnert sich Andrew Ranicki an seine Kindheit mit dem berühmten Vater. Er hatte einen großen Leistungsdrang für sich selbst, nach für mich. Aber es genügte ihm, dass ich Mathematiker geworden bin. Er wollte auf keinen Fall, dass ich ein Kritiker wäre. Das wäre eine Katastrophe für uns beiden sowieso. Nein, er war sehr fürsorglich. Wenn ich etwas von Literatur kenne, das ist nur seinetwegen. Mathematik, das war mein eigenes Gebiet und da konnte er nicht reinreden. Aber nein, er hat sehr dafür gesorgt, dass ich viele Bücher lese. Ich hatte Zugang zu seiner Bibliothek immer. Ich genoss eine sehr schöne literarische Jugend, sozusagen, seinetwegen. 1920 in Polen geboren, wurde Reich-Ranicki nach seiner Schulzeit in Berlin zur Umsiedlung ins Warschauer Ghetto gezwungen. Seine Eltern starben in den Gaskammern von Treblinka. Sein Bruder wurde in einem Arbeitslager bei Lublin erschossen. Die Erfahrung des Holocaust hat Reich-Ranickis Arbeit zeitlebens maßgeblich beeinflusst. Bei Menschen mit einem solchen Schicksal, mit so einem extremen Schicksal, da sind natürlich auch den Spekulationen Tür und Tor geöffnet. Also, weil er sich so als ohnmächtiges Opfer erleben musste seinerzeit, als er im Warschauer Ghetto war, gehörte es sicherlich auch zu seinem Naturell, möglichst viel Macht auf sich zu häufen, möglichst viel Macht zu bekommen. Er war ein Mensch, der tatsächlich Einfluss haben wollte auf das Literaturgeschehen und auf den Literaturbetrieb. Er hat sich da sehr intensiv drum bemüht und hat viele Entscheidungen so getroffen, dass es ihm eben darum ging, eine möglichst große Außenwirkung zu haben. Im Nachkriegsdeutschland wurde Reich-Ranicki bald zum einflussreichsten Literaturkritiker. Gelesen hat er die von ihm gelobten oder verrissenen Bücher in diesem Sessel, auf dem die Ausstellungsbesucher nun ebenfalls Platz nehmen dürfen. Eine Gelegenheit, die sich natürlich auch Reich-Ranickis wenige Monate alter Urenkel Nico Marcel nicht entgehen ließ.